Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy bei dem hoffentlich finalen Versuch, das Game zu 100% abzuschließen. Ich will jetzt versuchen, nochmal 3 oder 4 sein, ne? Kaum noch Folgen gebraucht. Nein, wir sind immer noch auf der Suche nach dem letzten Schlüssel, um herauszufinden, was sich... Guck mal, so sieht das Spiel viel geiler aus, finde ich. Da kommt dieser scheiß Filter drüber. Lass das doch. So ist doch viel schöner. Oh, der komische Nebel. Warum ist hier Nebel in Hogwarts? Naja. Wo wir immer noch auf der Suche sind nach den Schlüsseln. Ich habe mir mal angeguckt, wo noch welche sein könnten. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe 15 von 16 gefunden. Und ich weiß natürlich auch nicht mehr, wo ich die denn gefunden habe. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wo ich vielleicht noch nicht war. Und das wäre einmal der Hof, wo ich nochmal gucken möchte. Und der andere Hof. Aber keine Garantie. Revelio. Aber da müsste Revelio ja eigentlich was anzeigen. Jawohl. Jawohl. Und ich weiß, dass wir hier waren. Wir haben ihn einfach nicht gesehen. Wo fliegst du hin? Flieg. Los. Wo willst du hin? Hinterher, schneller. Und da haben wir ihn, den letzten. Uiuiui. Komm, weil es so schön war. Warte, ich habe extra. Einfach noch ein paar Mal Schlüssel dran klatschen. Einfach, weil es. Einfach schön. So. Und nochmal. Einfach, weil es Spaß macht. Wir wissen, es ist der letzte Schlüssel, den wir irgendwo ranklatschen. Deswegen, okay. Jetzt aber wirklich. Jetzt aber wirklich. Oh, jetzt war ich wirklich zu langsam. Noch nie passiert. Konzentration. Das war es. Das war's. Die letzte Marke. Auftrag abgeschlossen. Wunderbar. Dann schnell in den Gemeinschaftsraum der Hufflepuff. Und ich bin sehr gespannt, was wir in der Kiste finden werden. Ich hoffe ja. Auf ein cooles Outfit. Was uns jetzt nichts mehr bringt. Nicht mehr viel bringt. Revelio. Dicker Mönch, da war die Kiste. So. Zack. Und? Das ist die letzte Hausmarke. Zack. Mal sehen, was drin ist. Jetzt brauchen wir noch einen Zahlencode. Na, sieh mal an. Danke an die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Weil es ist nur ein Umhang. Gucken wir natürlich sofort nach. Hufflepuff Hausuniform, Relikt. Ja, dann müssen wir die wohl jetzt ein Weilchen tragen. Oder gehört dazu noch irgendwie was anderes? Leider nicht, nein. Schade. Aber trotzdem ein Hufflepuff-würdiger Umhang. Oh, schön. Ja, den behalten wir jetzt noch für die letzten paar Quests an, die wir noch haben. So viele sind das gar nicht mehr. Das heißt, wir gucken schnell in die Herausforderung. Aufträge. Wir müssen noch 5 Aufträge abschließen. Die schaffen wir spätestens in 2 Folgen, sage ich. Weil ich bisher immer so gut kalkuliert hatte mit der Zeit. Aufträge. Wir haben 2 Schätze schon mal abzuschließen. Ah, wir müssen erstmal mit der Nelly sprechen. Das machen wir. Dann hätten wir nämlich noch einen Auftrag. Nelly, wir haben es geschafft. In der großen Halle, oder? Wir sind so lange durch Hogwarts gelaufen. Die ist nicht in der großen Halle. Dann nehmen wir mal ganz unverschämt die Schnellreise. Ey, der wird schon nah dran sein, der Raum. Eine Prise
Fledermausmilzpulver vielleicht. Bitte? Wir haben alle Schlüssel gefunden. Guck diesen Umhang an. Hallo, Nelly. Ich habe schon alle Schlüssel gefunden und meine Haustruhe geöffnet. Oh, wunderbar. Was hast du gefunden? Ein ziemlich interessantes Kostüm. Großartig. Danke, dass du das Rätsel für mich gelöst hast. Ich wollte schon immer wissen, was die Schlüssel verwahren. Einen staubigen Umhang, ja. Das war's. Die dadalischen Schlüssel. Na, Stufe 40 schaffen wir vielleicht noch. Ich würde jetzt in erster Linie mal nach den Schätzen gucken. Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Aber wir können uns gar nicht anzeigen lassen, wo das sein könnte, oder? In der Nähe. Schätze mit fliegenden Kerzen. Er zeigt halt nicht mal, er zeigt nicht mal ein Gebiet an, ne? Der zeigt nicht mal ein Gebiet an. Boah, fliegende Kerzen. Fliegende Kerzen. Fliegende Kerzen. Ich meine, in Hogwarts fliegen sehr viele Kerzen. Bei den Geistern unten und in der großen Halle natürlich. Gucken wir nochmal die Karte an. Im Inventar. Die fliegenden Kerzen. Das ist aber... Soll ich denn jetzt wissen, wo das ist? Excuse me, eine Brücke, fliegende Kerzen. Wo es in den verbotenen Wald geht. Verbotener Wald, Brücke, fliegende Kerzen. Allem Schnellreisepunkt. Weltkarte, verbotener Wald, fliegende Kerzen. Brücke. Brücke, Schnellreisepunkt, verbotener Wald. Ist das da? Da gäbe es keine Brücke, ne? Ja, doch, das sieht schon danach aus irgendwie. Rebellion. Dieses Buch ist ja ziemlich nutzlos. Du weißt, dass ich muss über die Brücke. Über die Brücke. Über 7 Brücken musst du gehen. 7 harte Jahre überstehen. Ich hätte mir echt die Shortcuts merken sollen für hier dieses Inventar und so, ne? Nee, das lohnt sich einfach nicht mehr. Wobei, der Zug ist abgefahren. Leute, sieht's ein, der Zug ist abgefahren. Ich will den Bildschirm anschreien, so viel ihr wollt. Vorbei. Im Dorf einer Auroren. Verbotener Wald, Kerzenbrücke. Mit Lumos über die Brücke. Ich muss mit Lumos über die Brücke. Ah, das ist natürlich eine Idee. Was war eine Steinbrücke? Lumos. Ja, ist eine Steinbrücke. Verzauberte Kerzen. What? Wohin mögen die führen? In den verbotenen Wald. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ist richtig. Bringt mich zu eurem Schatz. Oh. Alter, schnell. Wenn ich irgendwelchen Leuten begegnen, ich muss jetzt den Kerzen folgen. Bringen manchmal ganz schön. Hey, langsam. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ah, ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht. Ich habe ein Händchen für Schätze. Schön, schön. Mit der Linke, wo wollt ihr mich hinführen, wenn ich jetzt schon mal da bin, ne? Dann nehmen wir das halt auch noch mit. Ich meine, warum nicht?
Die bringen auch einen Sammlungsgegenstand, die Schmetterlinge. Ne? War, glaube ich, so. Hoppala. Jawohl. Bäume. Nächste Schatzkarte. Ist Herausforderung, siehst du mal. Inventar. Schatzkarte. Dieses Kartenfragment. Das ist der Sumpf. Da. Das ist so eine Merlinsprüfung hier, ne? Jetzt hinter einen Wasserfall. Okay, das finden wir. Da ist der Sumpf. Da, hier. Da hinterm Wasserfall. Da waren wir schon mal an dem Wasserfall. Noch gesagt, da ist was hinter. Noch gesagt, da ist was hinter. Da waren wir schon mal. Aber das hat. Wir sind ja sogar hier. Ja, das ist ja genau hier. Oder müssen wir die Steine hier lang? Ne, hier geht's. Dann wird es wohl da drin sein, hä? Hab das Verrats. Nur hinführen. Unerschrocken auf Entdeckungssuche. Hier waren wir noch gar nicht drin. Habe ich gerade als Achievement bekommen. Hier waren wir offenbar wirklich noch nicht drin. Gringotts Bank. Antana und Fortine. Unsere Kunden haben angedeutet, dass einer ihrer Vorfahren mit einem Teil des Familienvermögens begraben worden sein könnte. Sie sind besorgt, dass das Grab verflucht sein könnte. Bitte begeben Sie sich zu dem Ort auf der Karte, brechen Sie alle Flüche, die Sie dort finden, und holen Sie alle Wertgegenstände im Namen der Familie zurück. Sollten Sie etwas brauchen, schreiben Sie mir bitte persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Gerlok Wuthering, leitender Fluchbrecher Gringotts Bank. Revelio. Na dann. Ist das ein Pflaumen? Oh. Schrumpelfeigen meinte ich natürlich. Ja, sind wir damals nicht rein, weil ich gesagt habe, da kommen wir sowieso noch hin, glaube ich, ne? Deswegen sind wir damals nicht rein. Macht ja auch Sinn, weil ich wusste, weiß nicht, ob wir damals die Karte schon hatten. Vielleicht schon, aber wenn mir das dann aufgefallen wäre, zweifle ich jetzt einfach mal. Das ist schon extrem. Den Knochen nachzuurteilen, muss das ein Grab sein. Die Schätze haben sie wohl mitgenommen, ha? Huh? Mr. Wuthering, falls ich es nicht schaffe, bitte ich Sie dringend, alle meine und Tanas Aufträge zum Brechen von Flüchen zu überprüfen. Wenn Tanas heutiger Verrat ein Zeichen sein sollte, vermute ich, dass sie einen Teil aller unserer gefundenen Schätze behalten und meinen Bruchteil davon an Gringotts gemeldet hatte. Oder haben wir irgendwas mal mitgekriegt? Ich erinnere mich. Irgendwas war da mal mit Verrat bei Fluchbrechern von Gringotts. Die haben wir doch dann gekillt. War das die, die in dem Grab unterwegs war? Ich meine, mich zu entsinnen. Aber... Das habe ich bisher noch nicht gesehen jetzt, ne? Das Rätsel. Duellleistung? Hoppala. Eine flammende Spinne und lass sie explodieren. Habe ich jetzt nicht explodieren lassen? Offensichtlich nicht. Schlimmer. Schrei mal nicht so. Warum ist die Tür verschlossen? Confringo! Prima. Der erste Teil des Rätsels. Weil Motten fehlen. Das ist doch logisch. Lumos. Kann ich beide gleichzeitig mitnehmen? Nein. Nummer eins. Erledigt. Jetzt noch zwei. Nummer zwei. Ein
Und da hier ist, muss doch was sein, wo ich hochklettern kann. Ja, Oh. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Wingardium Leviosa. Nimm mal Leviosa vor, bitte. Leviosa. Wunderbar. Akio. Noch was? Nur so ein paar Beutelchen mit Geld. Brauchen wir auch nicht mehr, aber... Hey. Finde ich immer schade, wenn man Geld nicht ausgeben kann in Spielen. Aber ist hier in dem Fall auch okay. Und so krass viel haben wir jetzt auch nicht, ne? 30.000. Oh nein. Vermutlich den Schatz. Ich brauche mal ein bisschen mehr Feuer, bitte. Bringo, bitte ein bisschen schneller. Hoffentlich bleiben wir diesmal tot. Bombarda vergessen. Wird es nichts mit der Duellleistung? Auf der Karte. Ja, die Karte, ja. Ich weiß. Danke. Erstmal die Hauche der Toten einsammeln. Den Rest. Dipendo? Oder muss ich nur drauf zaubern? Hier, guck mal, ob es mit irgendwie mit Flipendo drehen kann. Würde ja irgendwie schon Sinn machen, ne? Tatsache. Ja, dann gucken wir mal auf die Karte. Wo ist denn die Richtung, die wir müssen eigentlich? Wir sind hier reingekommen. Das heißt. Ja, passt jetzt nicht so optimal, möchte ich mal anmerken. Aber anhand der Pfeile müssten wir es sehen. Eben noch da gezeigt. Das heißt, wir gucken mal kurz im Inventar. Briefe sind mir wurscht. 1, 2, 3, okay. Also. Dipendo. Oh, aber das war der falsche. Der hier. Dipendo. 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 Gut, dass sich der Kampf gegen die Inferi gelohnt hat. Nice. Schatzsuche abgeschlossen. War jetzt doch einfacher als gedacht, ne? Vor allem die mit den Kerzen. Da habe ich ja schon mal zwischendurch verzweifelt, als ich es mal versucht hatte. Karte? Öffnet mir die Karte nicht. Dann halt nicht. Hier raus. Nein, da nicht raus. Da raus. Und dann müssen wir noch gucken, was es noch für zwei Aufträge gibt. Hier. Nicht. Hier. Da geht's so. Perfekt. Habe ich noch einer vergessen, hä? Zwei. Karte. So, die sind safe in Hogwarts, die Aufträge. Geh da nicht. Ja, noch einmal ein Akio-Duell. Das machen wir doch mit links. Vielleicht kommt danach noch was, ne? Nach dem Akio-Duell. Machen wir mal das Akio-Duell. Und gucken danach, ob da noch irgendwas aufploppt.
Wenn nicht, müssen wir nochmal im Umland gucken oder vielleicht sogar in Hogsmeade. Das ist nochmal Nutty. Nee. Hallo, bist du fürs Akio-Duell hier? Ja. Erwarte hier nicht so viel Glück wie in den gekreuzten Stäben. Apropos, willst du eine Runde verlieren? Spielen? Ich mach dich platt. Natürlich, Charlotte. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Charlotte. Akio! Alles klar. Genau wie geplant. Charlotte mogelt. Ach hier. Komm, wir sind 50, ne? Ja. Sehr schön. Da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Ach hier. Ist einfach nicht so gut wie ich. Ach, als ob. Genau wie geplant. Wie cheated. Perfekt. Legen vorne. Und wenn er einfach vom Spielfeld runterfliegt, wäre perfekt. Genau wie geplant. Genau wie geplant. Auch gar nicht viele Punkte, gell? Also nicht verkacken jetzt. Ich würde sagen. Das merke ich mir. Oh, du bist gut. Hä? Warum? Ja, aber steigen ja nochmal Punkte, ne? Genau. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Naturtalent. Reine Intuition. Eine natürliche Begabung. Das ist auch meine Strategie. Ich schätze, sehr weit kommt man damit nicht. Tja, jetzt bleibt nur noch ein letzter Gegner. Okay. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Dann müssen wir noch kurz warten. Das wäre dann die letzte Quest, die wir haben. Und dann sind wir auch Stufe 140 natürlich. Gut, bis sich hier der letzte Gegner findet, ne? Können wir mal kurz über die Map schauen und unsere Verdienste begutachten? In Hogwarts fehlt uns nur eine Sammlungstruhe, nur 4 Handbuchseiten, den Rest haben wir komplett. In Hogsmeade fehlt uns eine Sammlungstruhe und eine Handbuchseite. Respekt, würde ich sagen. Da fehlt uns eine Truhe, eine Prüfung Merlins. Eine Prüfung Merlins, 3 Truhen. Uiuiui. Hier. 3 Prüfungen Merlins. Dafür haben wir den kompletten Rest. Hier fehlen uns 3 Prüfungen Merlins. Dafür auch den kompletten Rest. Hier fehlen uns 6 Prüfungen Merlins. Eine Demigeist-Statue. Und 2 Sammlungstruhen. Ansonsten haben wir aber auch hier alles. Hier fehlt uns eine Sammlungstruhe. 3 Prüfungen Merlins. Ansonsten haben wir alles. Da fehlen 5 Prüfungen Merlins, 3 Sammlungstruhen. Aber den Rest haben wir. Hier fehlt uns eine Prüfung Merlins. Hier fehlt uns gar nichts. Da hatten wir schon drüber gesprochen gerade. Hier fehlen uns 5 Sammlungstruhen. Oh Gott, oh Gott. Und 7 Prüfungen Merlins. Gut, aber hier hinten war ich auch nicht so mit Leib und Seele dabei in dem Gebiet da unten. Das hat mich nicht wirklich, also das hat mich echt, also alles hier dadurch, ne? Also hier das Gebiet im Hogwarts, okay. Felcroft auch noch, da oben auch auf jeden Fall. Ich weiß, was da ist, ne? Das sieht immer noch, das könnte man da rein, naja. Hat mich gar nicht interessiert, sage ich mal. Also wirklich kein Interesse da, irgendwo Brust was zu erkunden auch.
man 3 Prüfungen Merlins. 8 Sammlungstruhen fehlen noch. 3 Prüfungen Merlins. Hier, 2 Prüfungen Merlins da, 2 Sammlungstruhen. Ansonsten sieht es mal gut aus, bis auf Sammlungstruhen und Merlin, ne? 5 Prüfungen Merlins fehlen uns da, weil da haben wir auch keine mehr gemacht, einfach weil wir hatten die schon. Im Großteil. Hier fehlen noch Sammlungstruhen. Ansonsten haben wir auch hier alles. Also, bis auf die Prüfung Merlins und so ein paar Sammlungstruhen. Warum sieht man es ja ganz komplett? Uns fehlen halt noch. Boah. Über 40 Prüfungen Merlins fehlen uns. Ein Demigeist nur. Und ein paar Sammlungstruhen. Aber ansonsten würde ich sagen, da haben wir schon einiges gemacht. Es war doch mehr, als ich dachte, man für die 100% braucht. Also man braucht nicht wirklich exakt 100%, aber man braucht schon viel. Was wir machen werden, ist warten. Hoffen, dass die Quest dadurch getriggert wird. Ja, vielleicht nicht mitten in der Nacht, ne? Aha, vielleicht nochmal. Am nächsten Tag. Na, gehst du da hoch? Willst du mir eine Quest anbieten? Nein? Doch. Nein? Bin schafft es, dass die interessanteste Schule der Welt richtig öde erscheint. Ja gut, dann nicht. Dann machen wir mal eine Schnellreise irgendwo hin. Was uns auch noch fehlt, ist ein zweiter Phönix, ne? Zweiter Phönix. Den könnte man wahrscheinlich nochmal in dem Gewölbe, wo wir auch drin waren. Vielleicht können wir da noch einen bekommen. Aber I don't know. Vielleicht kann man ihn auch gar nicht züchten. Ja, wo gehen wir denn jetzt nochmal hin? Ne? Und, komm, gehen wir einfach mal hier hin. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis die Schnellreise durch ist. Also bis da jemand erbarmt, gegen uns Akio zu spielen. Die Quest jetzt nicht auftaucht, das wäre natürlich doof. Da müssen wir noch ein bisschen Zeit totschlagen mit ein paar Prüfungen Merlins. Aber an sich wäre das jetzt der perfekte Abschluss. Wäre der perfekte Abschluss, Leute. Ich sagte, das wäre der perfekte Abschluss, Leute. Eieiei. Wäre natürlich nicht so nervig, ne, wenn man zwischendurch halt auch mal die Quests gemacht hätte hier. Die Akio-Quests. Dann müsste ich jetzt nicht warten, weil ich nichts anderes mehr zu tun habe. No. Du schon wieder. Okay, wir machen es einfach so. Wir fliegen jetzt rum. Machen ein paar Prüfungen Merlins. Ich hoffe, Sonnenaufgang. Revelio. Gucken wir schon auf die Karte. Mal da oben gibt es eine. Nehmen wir jetzt mit. Ne? Und bis dahin ist dann da hinten hoffentlich auch mal der Questgeber da. Dann war es heute doch nur noch eine Folge tatsächlich, wenn wir dann damit die 100%. Ah, wir müssen noch Duellleistungen abschließen. Uup. Ich muss mal schnell. Ah, jetzt ist der neue Auftrag verfügbar. Ihr könnt mich alle mal. Und dann müssen wir noch in den großen Wald kämpfen ein bisschen. Großwald sind halt viele Gegner, ne? Oder hinten da in dieser Region auch. Stimmt, habe ich den Mund wieder zu voll genommen. Ja, das machen wir trotzdem heute noch. Machen wir jetzt auch in der Folge. Das lohnt sich ja gar nicht. So, was bist du denn? Nein. Sie sind mein Gegner im Akio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie? Aber natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Ich glaube, man muss ja auch gar nicht gewinnen, um es abzuschließen, oder? Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal.
gemacht. Ach hier. Ja, das kann ich schon direkt neu machen. Und damit haben wir noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Und damit habe ich vor allem richtig hart verkackt, würde ich sagen. Ja, ja, wer kann hier lernen und wachsen, bitte? Ich kann höchstens seine Kugel rausschmeißen, das wäre das Einzige, was noch hilft. Wir machen alle Fehler. Das würde mir noch helfen. Ach hier. Nein, 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 nein. Oh no. Das ist bitter. Und sie fällt auch runter. Warum fällt die nicht runter? Gut gemacht. Also ich kann nicht mehr gewinnen mit einer Kugel. Sei denn, ich schaffe es, diese Kugel einmal hier schräg rüber auf das Podest. Ja, ich mach bei einem Winkel. Schade. Da war er wirklich besser. Die Kugel da nicht verkacken dürfen, ey. Dann ich könnte hier noch runter ditchen so ein bisschen, aber ich glaube, das würde ich auch nicht schaffen. Ach hier. Keine Kugel auf dem Spielfeld. Oh, peinlich. Und damit haben sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Ja, ja, warum dürfen die eigentlich immer anfangen? Neu für sie. Oh Gott, das war peinlich. Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Doch, geht es mit noch einer Runde? Ja, das machen wir. Ja, natürlich. Ich würde gerne meinen Rekord verbessern. In dieser Folge. Und dann machen wir noch die Duelle in dieser Folge. Hätte ich mal meine Klappe gehalten, ey. Hätte ich mal meine Klappe. Warum fängt der jetzt schon wieder an? Ich werde es, wenn der Verlierer mal anfängt. Jetzt mal den gleichen Move, ne? Gut gemacht. Ach hier. Bam. Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Ach hier. Der spielt wirklich komplett die gleichen Moves. Wir machen alle Fehler. Jetzt sichern wir uns besser erstmal mit dem hier. Hauptpünktchen. Komm, komm, komm. Nice. So behandeln Sie Ihren Professor? Ja. Nein, du lässt meine Kugel oben. Ich sag's dir, Alter. Gut, 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 gut. Sieg. Gut gemacht. Sieg. Akio. Bam. Kein Risiko eingehen. Wir haben Haus hoch gewonnen. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Warum? Wunderbar. Ein solches Können in Ihrem jungen Alter. Genau. Bams, sag ich mal. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich hatte einen guten Lehrer. So, so, Schmeichelei. Zugegeben nicht unbegründet. Ich nehme das Kompliment demütig an. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Yeah. Handschuhe des Champions im Akio-Duell. Hui. Die Pinch-Smappies werden dich Zack. Nun für immer als treuen Verbündeten und Freund betrachten. Okay, danke dafür. Aber Prüfung Merlins geben wir wieder auf, ne? Die machen wir dann doch nicht. Warum auch? Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen fighten, gehen und Duellleistungen abschließen. Aber auch das sollte für einen geübten Kämpfer wie uns gar kein Problem sein. Hui. Ich finde jetzt keine Gegner mehr.
Ja, sind doch schon welche. Wer sagt, dass ich verbreche? Einer von ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so vorbereitet. Hallo. Hast uns ein Lösegeld gekostet. Hallo. Wir hatten diese Menge. Nice. Schon alle weg. Das war jetzt doch ziemlich einfach. Haben wir hier Straßenköter? Da bricht eine Straße mit Pulse, okay. Komm, greif an. War nicht der richtige. Ach, die Pulse lädt noch auf. Sorry. Entschuldigung. Wilderer Animagus. Ja, kannst nicht mal, ich verpiss mich. Ah ne, warte, da war es. Wilderer Animagus bei Wirkung von Reducto mit Dipulso. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ja. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Bam! Sehr schön. Da könnte man noch rein und Kram holen, aber nein, 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 nein. Machen wir jetzt alles nicht. Direkt hier den Besen. Da sind noch Gegner. Wir sind uns nicht mal untereinander einig. Wie um alles in der Welt sollen wir einen Plan gegen unsere Feinde schmieden? Gute Frage. Wir dürfen wir länger während einen extra Angriff vorbereitet. Ich hab was gehört. Mal schauen, was Iona Morgan ging es blenden. Ist ja kein wilderer Henker. Confringo! Defindo! Was hast du getan? Bombarda! Ist kein wilderer Henker. Doch gemein. Hallo Sumpfkratler. Levitiere einen Sumpfkratler an der Zunge. Hey. Das war jetzt blöd, ja. Sehe ich ein. Komm her. Das sieht man halt auch sonst nicht, ne? Sehr schön. Noch zwei Duellleistungen. Sind halt schon leicht warm, ne? So ist nicht. Miau. Spinnen. Ah. Expelliarm, Konfring, Gepinz, Romada. Protect, Stufe. Zack. Easy. Und die letzte Duellleistung folgt sofort. Eigentlich müssen wir uns dafür einen Troll suchen, aber ich weiß nicht hier, wo ein Troll ist. Dann nehmen wir einen Straßenköter. Mit denen hat alles angefangen. Mit dem Pulso. Komm her. Aus dem Fell gehauen. Und damit haben wir's. Errungenschaft freigeschaltet. Stufe 40 habe ich auch noch gerade erreicht. Das heißt, wahrscheinlich ist abgestimmt, dass man genau Stufe 40 erreicht, ne? Wir können noch. Wir können noch einen Talentpunkt vergeben. Zaubersprüche, weiß ich nicht. Dunkle Künste, weiß ich nicht. Haupttalente schleicht gut, das haben wir alles. Raum der Wünsche, das lohnt sich hinten und vorne nicht, oder? Ah, sind auch schon gute Sachen, wenn man mehr damit gespielt hätte, haben wir halt leider nicht. Wenn du immer nachfüllen müsstest an Vorräten und so. Den Standardzauberspruch, glaube ich, nehmen. Ja, Glacius wäre es eigentlich noch am besten.
Obwohl, ne, der Puls ist besser. Zack. Errungenschaft freigeschaltet. Clever investiert. Sorry, war ziemlich klein. Das heißt, wir haben auch alle Punkte ausgegeben und konnten nicht auf alles skillen. Wahrscheinlich kann man auf alles skillen, wenn man die dunklen Künste weglässt. Nein, dann fehlen trotzdem noch 2 Punkte. Okay, man kann also nicht auf alles skillen. Ich denke, Stufe 40 ist das Maximum, das man erreichen kann. Aufträge. Zack, haben wir auch das. Und hier haben wir auch das. Das heißt, wir haben die 100% erreicht. Hui! Haben den Talentpunkt, haben eine Demigeist-Maske bekommen. Haben die nicht schon? Und ich würde sagen, es war mein Fest. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Manchmal war es zwischendrin ein bisschen zäh, wenn du halt sowas machst wie die Prüfung in Merlins Farm. Ja, die im Prinzip immer das gleiche sind, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Es war schon schön gemacht. Also es ist vom Gameplay her, würde ich sagen, war das schon so ein 0815 RPG. Aber das Kampfsystem hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, das Kampfsystem fand ich toll. Vielleicht einfach, weil ich so eins noch nicht kannte. Vielleicht gibt es schon in anderen Spielen. Aber ja, was soll ich sagen? Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und die Story fand ich persönlich nicht so cool. Die 3 Nebenquests mit den Charakteren, also die Storyline-Quests, dann die Storyline, ja, Beziehungsaufgaben nenne ich es mal. Die haben mir wirklich sehr viel mehr Spaß gemacht als die Hauptquest, vor allem die mit Sebastian war. Da war alles dabei, ne? Aber auch die mit Nati und hier dem Drachen. Das waren wirklich gute Quests. Namen, sorry, also Harry Potter-Namen dann auch noch, der kann ich mir nicht merken. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, dieses Spiel hat noch so viel mehr, also hätte noch so viel mehr Potenzial gehabt. Also ich würde mir wünschen sogar, dass DLCs rauskommen. Ein bisschen was. Das wäre cool. Oder halt einfach, komm, nehmt euch die Zeit. Ich meine, ihr habt für Hogwarts Legacy, die haben sich wirklich sehr viel Zeit gelassen. Die haben nichts durchsickern lassen. Eine lange Zeit. Und es ist doch ein gutes Spiel bei rausgekommen. Am Anfang Performance war nicht so gut, aber das war's. Wir hatten keine Game-Breaking-Bugs, keine großen. Es hat wirklich keine Probleme groß bereitet. Bei mir ist abgeschmiert, es lag aber an OBS, würde ich sagen. Es lag nicht an Hogwarts Legacy. Es war einfach ein sehr schönes Spiel. Die Landschaft wunderschön gemacht. Die hinten Richtung Küste sehr generisch. Die hätte nicht sein müssen, finde ich. Hätte man die hier noch ein bisschen größer machen können ums Schloss. Ich fand es gut gelöst mit den kleinen Örtchen, dass man noch so ein paar Orte hat, die es ja eigentlich so im Buch nicht gibt. Das Schloss wunderschön gemacht. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, war das Schloss doch ziemlich klein innen, ne? Also irgendwie gefühlt war es dann doch klein. Aber gut, bei den anderen Reporters war es natürlich noch kleiner. Aber was ich mir wünschen würde, falls noch Neues rauskommt, übernehmt doch einfach ein paar Sachen aus den alten. Also, keine Ahnung, also Quidditch-Spiel, gut, war jetzt wahrscheinlich Quidditch-Spieler zu implementieren, sehe ich ein, nicht optimal, aber dass man Quidditch spielen kann, so wie in den alten, das war schon immer cool. Ne? Oder auch mal mit Bertie Potts Boden handeln oder die Sammelkarten, also hier gab es auch Sammelkarten, aber die Sammelkarten, die du von anderen Leuten kaufen kannst, die Duelle mit anderen Leuten, gut, es gab auch einen Duellclub, aber so ein bisschen, dass du das öfter machen kannst, wenn du was üben willst. Wenn ich jetzt üben will, muss ich in den Wald gehen und gegen die anderen kämpfen. Ist nicht so toll zum Üben. Gut, es gab auch irgendwo eine Übungspuppe, die rumstand, aber naja, die wehren sich halt auch nicht. So ein paar Sachen, das würde mir sehr gut gefallen. Raum der Wünsche, ja, den kann man einrichten, wie man will. Haben wir jetzt nicht gemacht, einfach weil, ja, ich habe jetzt keine Lust. Also erstmal die Steuerung dafür gefällt mir überhaupt nicht. Hinten fährt Hogwarts Express. Die Steuerung dafür gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, bin ich ehrlich. Ich mag dieses Housing. Dass es das gibt, das mag ich, dass man das machen kann, weil es gibt bestimmt Leute, die daran sehr viel Spaß haben. Ich habe es jetzt nicht so, da den Raum einzurichten und schön zu dekorieren, weil ich da eh nie bin und dann einfach die nützlichen Sachen haben möchte. Ja, aber vielleicht, wenn das Multiplayer hätte, das Spiel, würde man den Raum eher einrichten, um anderen Leuten zu zeigen, guck mal, das habe ich, guck mal, so sieht mein Raum aus. Und man hätte deutlich mehr davon, um das Leuten zu zeigen. Ja. Aber das Schloss wirklich sehr schön gemacht, wenn manche Sachen nicht so aussehen wie in den Filmen. Was aber egal ist, war trotzdem. Also das Schloss, guckt es euch an, es sieht schön aus, man kann wirklich überall hin im Umland, man kann überall hin mit dem Besen wirklich sehr gut gelöst. Ich habe noch kein RPG gespielt, in dem man frei rumfliegen kann in der Open World. Aber ich wüsste nicht, wie man das mit dem Besen hätte besser lösen können.
auch ein bisschen schade finde, der Anreiz, auf dem Hippogreif rumzufliegen und mit dem Reittier rumzureiten, der Anreiz war für mich jetzt nicht da, weil Besen ist halt irgendwie schneller, hatte ich das Gefühl, Hippogreif vielleicht nicht. Ja, vielleicht ist Hippogreif doch schneller, aber Besen irgendwie, ne, ist schon was anderes. Ja, und dass man dann auch noch so ein bisschen, der Epilog hat mir auch sehr gut gefallen, dass man mit Hogwarts dann noch gefeiert wurde, die Punkte noch umgestellt, also hier so, ne, hier, Hufflepuff gewinnt, dass alles in Hausfarben ist, dass man die Outfits teilweise wirklich sehr, sehr schön, teilweise auch schrecklich, aber natürlich mit Absicht schrecklich, weil viele dieser Zauberer, die tragen einfach so extravagante, ja, schon schräge Sachen. Es gehört auch einfach rein. Ich glaube, es gibt auch Leute, die ihre Charaktere dann mit Absicht so aussehen lassen. Ich finde es schön, da unten gibt es einmal Hagrids Hütte, wie im dritten Teil, und da drüben gibt es Hagrids Hütte, wie im ersten Teil. Das heißt, das schließt sich ja dann gar nicht mehr gegenseitig aus. Es gibt einfach zwei Hütten und Hagrid ist umgezogen zwischendrin. Wunderschön. Also, fürs nächste Hogwarts Legacy, das Schloss vielleicht noch ein bisschen größer. Ein bisschen mehr Interaktion mit anderen Leuten. Vielleicht noch so im Schloss, keine Ahnung, gegen Peeves kämpfen. Ne? Gegen Peeves kämpfen war auch immer toll. Der einem Streiche spielt. So ein normales Schuljahr, es würde glaube ich, vollkommen jedem Fan reichen. Der braucht keine Heldengeschichte mit Koboldaufstand und uralter Magie, wo man der Held ist. Ein normales Schuljahr in Hogwarts würde jedem reichen. Ich würde auch mal predikten, ein Hogwarts MMORPG im Sinne von hier Star Wars The Old Republic oder Herr der Ringe Online, sowas würde mit dem Harry Potter Franchise durch die Decke gehen. Wirklich, durch die Decke. Alle Fans würden das spielen, die MMO-Spieler würden das auch spielen. Es würde perfekte Klassen ermöglichen, einfach wegen dem Zaubern. Es gäbe perfekte Locations, die jeder kennt. Man könnte haufenweise Skins und sowas verticken, ne? Weil irgendwie muss ich das Spiel auch finanzieren. Für einen Besen, für Uniformen, Hüte, Haustiere, magische Tierwesen als Haustiere. Also diese Welt hat dieses Potenzial. Das ist definitiv da. Man hat hier gesehen, also das ist jetzt das erste große Harry Potter Game, würde ich sagen, seit der Harry Potter Reihe, also Hogwarts Legacy, kein Harry Potter Game, aber klar die Welt, die Zaubererwelt, und das würde so, so viel bieten. Oder ein trimagisches Turnier in einer anderen Zeit mitmachen, sowas, es würde Fun machen, es wäre geil. Einzige Manko, was ich an der Map habe, der See ist viel zu klein, finde ich. Also wenn wir jetzt mal, also im Buch fand ich, also im Buch, nicht im Buch, im Film fand ich das einmal viel größer. Also ich meine, da wohnt ein Riesenkrake drin, das Ding ist super tief. Und du könntest Hogwarts nicht nochmal nebendran stellen, da wäre der See schon vorbei. Ja. Also ich hätte überhaupt nichts dagegen, dass du sagst, du machst entweder nochmal ein RPG, wo du als Erstklässler auch reinkommst, meinetwegen, und dann durch die Jahre läufst, wäre okay. Oder auch nur ein Schuljahr, es soll mir auch recht sein, ja. Ein Schuljahr ist auch okay. Ich bin da auch gerne als 10-jähriger Pimpf unterwegs, wenn es Spaß macht. Warum nicht? Also wäre ich voll dabei. Und dann kannst du halt, oder läufst durch die Jahre und kannst erst wann dürfen die raus? Im dritten Schuljahr darfst du dann erst Hogwarts verlassen. Du kriegst deine Zauber auch erst so mit der Zeit. Du machst halt immer so, hier waren ja auch so Zeitsprünge drin, ne? Machst eine schöne Ansicht von Hogwarts, die Blätter fallen, es blüht wieder, es schneit, ist ein Jahr vorbei. Ja, gut. So what? Warum nicht? Kannst du deine komplette, einmal deine Zaubererkarriere in Hogwarts durchlaufen. Wird doch Spaß machen. Also mir wird es Spaß machen. Oder halt ein MMO. MMO bist halt immer ein bisschen beschränkt, so Kampf, ne? Und Level bräuchtest du halt. Und XP-Systeme, klar. Das nimmt dann bei manchen vielleicht auch den Spaß raus. Aber wieder kein Problem. Also MMO würde sich auch super machen. Ja, und ich glaube, das war mein Schlussfazit. Ich habe bestimmt das eine oder andere vergessen zu sagen. Vielleicht erwähne ich es irgendwann anders mal. Vielleicht muss ich mir nochmal reinschauen und hier die letzten Kisten und Merlins Dinger holen. Aber wir haben unsere 100% erreicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hatte meine Probleme manchmal mit dem Spiel. Manchmal habe ich Sachen nicht gesehen. Manchmal ist das Spiel, ist OBS abgeschmiert, das Spiel nicht tatsächlich. Aber alles in allem ein sehr gutes Spiel. Und ich würde sagen, ja, auf so einer Skala von 0 bis 100% wäre ich schon so bei 80 bis 85, würde ich sagen. Würde ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Nein, dass man hier rumfliegen kann, ne? Es macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich danke jedem, der zugesehen hat.
Und ich guck mal, ob ich demnächst wieder ein Let's Play mache. Ich brauche jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit. Schneiden, rendern, Thumbnails machen. Dann habe ich, glaube ich, noch 20 Folgen, bis dann Leerlauf ist. Aber wir gucken mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Genießt doch mal hier den Ausblick auf Hogwarts, auf den See. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.